Es ist. Haben euer Gnaden einen fruchtbaren Arbeitstag gehabt? Oh, danke. Komm, setz er sich, mein Sohn. Na du? Na, was hast du gestern gemacht? Wir waren im Zoo. Und wie war's? Auch es war alles interessant. Die vielen bunten Fische im Aquarium und die Schlangen zum Spiel und so. Was hast du gestern gemacht? Den ganzen Tag im Keller gehockt. Im Keller? Ja. Mein Vater hat mir doch eine elektrische Eisenbahn geschenkt. Naja, und da durfte ich dann zusehen, wie er ein automatisches Stellwerk eingebaut hat. Und heute kommt der Elektriker und bringt unser Sonntagsvergnügen wieder in Ordnung. Sag mal, habt ihr gestern den Zirkuszug gesehen? Mhm. Und der war aber mit Kamelen und Elefanten. Da gehen wir beide hin, nicht? Mhm. Ah ja. Was hast du denn gestern gemacht? Ich war mit meinen Eltern zum Angeln. Wir haben einen Riesenhecht gefangen. Hecht? Hecht hat doch aber so viele Gräten. Guten Morgen, Herrschaften. Morgen. Setzt euch. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt. Ja, ja, ich auch. Ich habe eure Hälfte korrigiert. Albert, teilt nur die Hälfte aus. Aber Ruhe, bitte. Menschen, nur zwei. Tja, Till. Die Arbeit ist mangelhaft. Wenn nicht sogar ungenügend. Kenntnissen und Ausführungen einfach schluderhaft. Was war los? Hast du an den Tag nicht in Form, wie man so sagt, oder was war? Ich weiß nicht, Herr Krause. Na ja, jedenfalls wirst du die Arbeit deinem Vater zeigen und auch von ihm unterschreiben lassen. Das gehört wohl zu den miserabelsten Dokumenten, die ich jemals unterschreiben musste. Kannst du mir einen Grund für diese 5 nennen? Nein, Vati. Ich weiß selbst nicht. Aber ich weiß es. Weil du 1000 andere Dinge im Kopf hast. Ich reg mich nicht auf. Aber du wirst morgen nicht in den Zirkus gehen? Sondern schreibst mir einen ausführlichen Aufsatz über die deutschen Mittelgebirge. Nicht in den Zirkus gehen? Nein, in die deutschen Mittelgebirge, Herr Professor. Ach, wo ist denn dein Vater? Ach, der pennt Mittagsschlaf. Da kann sich's ja leisten. Der hat seinen Tisch und Vertreter. Ich darf ja auch heute Nachmittag mit meinem Freund ins Zirkus. Oh. Du willst wohl Dompteur werden oder Artist, was? Nee, ich geh zur Kripo. So wie Kommissar Maigret. Oh. Ja. Denn Prost, Herr Kommissar. Prost, Herr Kommissar. Wir können gleich losziehen. Ich bin gleich fertig. Mein Alter muss im Moment runterkommen. Mit losziehen ist nichts. Wieso? Ich denke, wir gehen in den Zirkus. Du kannst ja gehen, aber ich nicht. Muss gleich wieder nach Hause. Aufsatz schreiben. Was denn für ein Aufsatz? Die deutschen Mittelgebirge hat mir mein Vater aufgegeben. In den Zirkus darf ich auch nicht. Ich habe doch gestern die Deutscharbeit vor und mir eine 5 eingehandelt. Naja, als Sohn eines Schriftstellers in Deutsch eine 5. Auch nicht sehr schön. Kaffee. Dankeschön. Ist der Junge noch nicht zurück? Nein, Peter. Sag mal, bist du nicht sehr streng mit ihm? Wieso? Soll ich ihn in die Arme nehmen, wenn er mit einer 5 nach Hause kommt? Einer 5, die nicht nötig gewesen wäre. Ja, sicher, du hast ja recht. Trink deinen Kaffee. Dankeschön. Mit Fußbad.
Tag, meine Herren. Tag, Herr Großmann. Tag, Herr Großmann. Alles klar? Alles klar. Bei der Bedienung? Tag, Till. Hast du was zerdeppert? Nein, nichts. Ihr Wort. Also jetzt kriegt jeder von euch beiden einen Saft und dann ab ins Zirkus. Was soll's denn noch sein? Zwei klare? Naja, gibt es ja. Noch zwei klare, ja. Weißt du, Till, wenn du nicht in den Zirkus kannst, dann habe ich auch keine Lust. Mann, was ist denn mit dir los? Denkst du, du hilfst mir, wenn ich in den Zirkus gehst? Wenn du nicht dabei bist, macht's mir auch keinen Spaß. Sag mal, soll das so eine Art Indianertreue sein? Nö, aber wenn ich da vorne stehen müsste und Gläser spielen müsste, würdest du allein in den Zirkus gehen? Nee, ich glaub nicht. Na also. Verlass dich drauf. Mein Vater wird bestimmt noch an die deutschen Mittelgebirge denken. Tschüss. Tschüss. Schönen Dank, Herr Grossmann, für die Limonade. Schon gut, Till. Viel Spaß. Viel Spaß bei den deutschen Mittelgebirgen. Danke. Bitte das Fahrgeld abgezählt bereits. Stimmt, genau. Danke. Wiedersehen, meine Herren. Wiedersehen, Herr Grossmann. Na nur, ich meine, ihr wollt in den Zirkus. Ich gehe nicht in den Zirkus. Wieso, was? Warum das denn? Na, Till darf nicht. Er muss von seinem Vater aus eine Strafarbeit machen. Das will ich auch nicht. Also, hier, da ist das Eintrittsgeld zurück. Mensch. Also, du gehst nicht in den Zirkus, weil Till nicht darf. Ist er denn nur ein Kindermädchen oder was? Nein, aber er ist mein Freund. Na hier. Das ist deins. Dankeschön. Kann ich nicht irgendwas helfen? Ja, probier mal ein paar Gläser. Du, soll ich dir mal erzählen, wie ich als Schiffskoch in Hongkong eine Schlägerei hatte? Oh, pass ja. Auf, du, ich komm rein, verstehst du? Und da sagt einer zu mir, da, alter Dackel, da habe ich sofort eine geschmiert, verstehst du? Und da war das Licht aus, da hatte ich fünf bei mir ran und dann gegen die Wand. Was ist nur los mit dir, Till? Das ist doch auch Käse. Taunus, Rhön und Fichtelgebirge scheinen für dich überhaupt nicht zu existieren. Also das wird nochmal gemacht, morgen nach der Schule. Anschließend kannst du von mir aus da in deinen Zirkus gehen. Na, morgen ist der Zirkus nicht mehr da. Heute war die letzte Vorstellung. Naja, es wird ja nicht das letzte Mal sein, dass ein Zirkus herkommt und du gehst eben in den Zoo. Und nun lass mich arbeiten. Du, Vati? Hm? Kannst du mir mal dein Landschaftslexikon leihen? Ja, aber in tadellosem Zustand wieder zurück, bitte. Tadellosem Zustand zurück. Danke. Bitte. Taunus, Rhön, Fichtelgebirge, Lacher. Aber wenn ihr denkt, ihr macht mir damit meinen Nachmittag kaputt, dann irrt ihr sich. Ich hab die drei Dinger mir schon nachts geschickt, aber ich geb sie erst abends ab. Ich wünschte, ich könnte auch nachts abwaschen. Na, kommt denn morgen der Nikolaus zu euch, ja? Ja, in einem großen, großen Schlitten. Von Rentieren gezogen. Und klitzekleine Engelchen umschweben ihn so. Flatter, 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 flatter. Albert. So, Jungs. Jetzt wärmt euch mal ein bisschen auf. Heißer Apfelsaft. Prima, Papi. Oh, mit Zimt und Nelke. Vielen Dank, Herr Grossmann. Ja, so bin ich immer. Ein Tag vor Nikolaus. Hab ihr schließlich keine Lust, mich von der Rute verdreschen zu lassen. Na, du und Angst vor der Rute. Hast doch recht. Du, ich hab's. Was denn? Die Vergeltung für die deutschen Mittelgebirge. Mhm. Pass auf. Mein Vater spielt doch jedes Jahr den Nikolaus. Aber dieses Mal werde ich seinen Nikolaus versalzen. Woher weißt du eigentlich die Kombination? Mein Vater vergisst doch alles. Da hat er die Zahlen einfach da auf die Kiste geschrieben. Na, eigentlich, dass dein Vater kein Bankdirektor ist. Geh mal gucken, ob niemand kommt. Okay.
für die deutschen Mittelgebirge. Was hast du eben gesagt? Ach nichts, komm, hilf mir. Ich zitterte am ganzen Leibe, ja, sagte mein Gedicht auf. Ohne Stecken zu bleiben. Ohne Stecken zu bleiben, ja. Er ermahnte mich, drohte mit der Rute, nicht wahr? Und ich fürchtete mich vor ihm. Jetzt, bis zu dem Moment, als er sich umdrehte und wegging. Und da sah ich seine Schuhe, das waren so eine Gummischuhe, die man damals trug, ja. Und da kam mir die Leute, ich rufe also hinterher, Papa, isst du mit uns Armut oder musst du noch woanders den Weihnachtsmann machen? Also bei mir war es auch nicht ganz anders. Ich hatte auch natürlich Angst vor dem Weihnachtsmann. Bis auf ein Jahr, da war ich 4 Jahre, glaube ich, und da bekamen wir alle plötzlich das Lachen, weil dieser Weihnachtsmann nämlich Ohrringe anhatte. Da war es unsere Oma, die hatte vergessen, diese Dinger abzumachen. Frau Grossmann, ne? Wollen Sie mich nicht mehr vertreten als Weihnachtsmann? Ich wäre aber jetzt, wenn ich Oma geworden bin. Ja, das schaffen wir. Danke. Nein, Krause, Süßen von mir? Das sage ich auch nie nein. Ja, wie wir haben uns Igeltour. Bitte sehr. Na, zum Strich? Hallo, Kurt. Das müsstest du doch auch schon wissen, was das heißt. Bibi Amos Igitur, ne? Das heißt, nehmen wir noch einen zur Brust? Aber Kurt. Ja, entschuldigen Sie, Frau Grossmann. Nein, 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 wenn das auch nicht wortwörtlich war, aber es war schon gut so. Ja, ja. Schlimmer wäre es ja gewesen, wenn er gesagt hätte, dann gibst du doch eine Runde, nicht? Kann auch sein. Na, wann kommt denn euer Nikolaus? Erst telefoniert Vati, dann kommt ein Anruf vom Verlag, dass er dringend hin muss. Naja, und dann kommt der Nikolaus. Du, stell dir mal vor, ein Verbrecher kleidet sich heute in Nikolaus. Ich gehe nämlich zur Kripo. Das hast du mir schon 50 Mal gesagt. Nein, vielen herzlichen Dank, aber ich kann wirklich nicht mehr. Ich habe ja schon 3 Stückchen gegessen. Dann könnte später auch noch essen. Nein, nein, das kriege ich nicht mehr rein. Nein. Aber wissen Sie, jetzt hätte ich gern so was zum Verteilen. Ne? So was Flüssiges, so was Braunes. Ja, ja, Baldrian. Ne? Och. Nicht so richtig? Ja, dann habe ich nur noch einen Cognac gemaut. Überredet. Jetzt haben Sie mich überredet. Ich glaube, das ist das Richtige. Nee. Dann geht's nun endlich los. Die quaken ja immer noch. Der große Knall kommt. Verlass dich drauf. Na, Herr Schmitz? Mhm. Ja, Herr Schmitz? Wie geht's Ihnen denn? Herr Schmitz, jetzt können wir endlich andrucken. Ja, ja, natürlich freut mich das. Wiedersehen, Herr Schmitz. Tja, ich weiß gar nicht, der Nikolaus lässt aber dieses Jahr ein bisschen See auf sich warten, ne? Vielleicht ist er irgendwo im Mittelgebirge stecken geblieben. Wo bitte? Der Nikolaus kommt bestimmt, ne? Naja, wenn du es sagst, dann bin ich ja beruhigt. Die machen es aber ganz schön spannend mit ihrem Nikolaus. Ach, lass sie doch. Wenn ich zu Weihnachten Peterchens Mondfahrt gehe, glaube ich auch nicht daran, dass es Wirklichkeit ist. Aber Spaß macht's mir doch. Und wenn nun der Spaß, ich meine, wenn die Sache ausfällt, warum soll sie ausfallen? Dann hätten wir doch alle keinen Spaß. Ja, bitte, Hauser. Bitte? Ich kann Sie so schlecht verstehen. Was soll ich? Sofort in den Verlag kommen? Aber nicht doch. Nein, na, das geht doch nicht. Ja, weil heute der Nikolaus kommt, na, dann muss ich hierbleiben und außerdem, ich habe Gäste. Ja, naja, also bitte, aber, ja, schön, da komme ich rüber. Ach, das ist aber ärgerlich, ich muss in den Verlag rüber. Oh, aber, ich habe extra meine... Ja, das tut mir wahnsinnig leid, also wenn inzwischen der Nikolaus kommen sollte, dann grüßt ihn schön. Nicht? Aber vielleicht schaffe ich es ja noch, bevor er hier ist. Bringst du mich zur Tür, mein Schatz? Ich mache es ganz schnell. Nicht? Das glaube ich auch. Na, mein Schatz, was glaubst du denn, was der Nikolaus dir bringt? Ich habe keine Ahnung. Spiegel und Schminke, bitte? Ja. Du, für einen Krause habe ich eine schöne antiquarische Ausgabe von Lessing gefunden. Das ist das Rot für die Apfelbäckchen. Hm? Und das ist der Stift für die Falten, damit du schön würdig aussiehst. Auf Wiedersehen, mein liebes Kind. Und nun kriegt der Nikolaus ein schönes Küsschen.
Danke. Tschüss. Mein Mann kommt sicher bald zurück. Ach, das ist ja toll. Vielleicht bringt er den Nikolaus dann mit. Ich weiß es nicht. Dann nun schon wieder los. Karin, oben ist keine Birne drin. Hast du die vielleicht rausgenommen? Nein, natürlich nicht. Hätte immerhin möglich sein können. Haben wir noch eine neue im Haus? Ja, warte mal. Ich habe ja eine gekauft, sicher. Da in der Kiste muss sie sein. Hoffentlich geht die auch noch. Ja, natürlich. Hm? Ich sag doch eben, ich habe sie gestern gekauft. Die klingelt so komisch. Ach, was, komm. Schon Angst vorm Nikolaus? Nein. Hä? Nein. Und hättest du? Nein, ist gar nicht wahr. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich möchte wissen, wer hier immer die Birnen frisst. So, nun geht's los. Kombination ist 2, 5, 9 und 4. So. So, komm her, Nikolaus. Riechst noch Mottenpulver, du darfst das. Die Stiefel. Sind denn die Stiefel? Mein Bart. Weg. Das gibt's doch gar nicht. So was. Sag mal, wo hast du letztes Jahr Bart und Stiefel hingetan? Ja, in die Kiste. Mit all den anderen Sachen eben zusammen. Eben nicht. Kein Bart, keine Stiefel, keine Hute, nichts. Alles weg. Ich kann dir doch aus Watte einen Bart ankleben. Aus Watte? Willst du mich vor den Kindern vollkommen unmöglich machen? Ich brauche Bartstiefel und Rute, das weißt du ganz genau. Aber Peter, schrei doch nicht so. Ich schreie überhaupt nicht. Ach so, du nimmst mich nicht ernst. So, jetzt gehe ich rein und trinke was. Was ist denn? Was hat er denn? Ach. Vati hat sich geärgert. Im Verlag? Ich weiß es nicht, Till. Komm, geh rein. Der Nikolaus kommt heute nicht. Du, Mutti? Ja. Der Nikolaus kommt bestimmt. Verlass dich drauf. Ja, da was ist denn los im Verlag? Können wir endlich andrucken? Prost. Zum Wohl. Zum Wohl, sein. Ja, zum Wohl. Was ist denn nun mit dem Nikolaus? Ja. Ich weiß nicht, ob der kommt, ob der nicht kommt. Ich kann mir eigentlich nicht denken, dass er kommt. Nein. Was ist denn los? Was ist passiert? Stiefel und Bart sind weg. Auch? Ja. Es gibt doch Miet, Nikolaus. Rufen Sie doch mal an. Ja, das ist doch eine Idee. Viel zu spät. Oh, ist immer noch einer da. Du Kurt, mein Vater ist sauer. Meine Mutter weint. Naja, und der Besuch. Meinst du nicht auch, dass die Rache für die deutschen Mittelgebirge ein bisschen üppig ist? Ja, wir waren blöd. Moment mal. Wir? Psst, du. Na schön, ich. Also komm jetzt mit und hilf mir. Aua! Hast mich doch schon dreimal gepiekt. Bin ich ein Schneider? Rote Bartstiefel. Komm, jetzt wirst du geschminkt. Also kannst du mich doch nicht gehen lassen. Ich hab ja hinten eine richtige Schleppe. Also wird ja alles noch hochgesteckt. Komm. Kannst du mir mal einen Spiegel aufstellen? Ja, mach ich. So, kommt das hin? Ja, ist so in Ordnung. Mensch, klasse. Soll ich dich schminken? So rote Backen und so? Ja, mach mal. Na?
kommen ja noch schwarze Kummerfalten zu. Bis jetzt habe ich hier nur grundiert. Was hast du? Na, grundiert, nur halt uns nicht auf. Wo ist eigentlich der Sack mit den Geschenken? Bitte, Herr Bertram, bleiben Sie doch noch. Es tut mir so wahnsinnig leid. Nein, es war doch wirklich ein sehr netter Nachmittag. Vielleicht können wir Erwachsene noch ein bisschen zusammensetzen. Mutter muss ja ins Bett. Ihr dürft nicht nach Hause gehen, der Nikolaus kommt. Doch, red doch keinen Unsinn, Kurt. Doch, er kommt wirklich, er ist schon im Treppenhaus. Ja, geht rein. Bitte, Herr Bertram, er ist schon da. Komm. Ja, los geht's. Er kommt wirklich. Sag mal, wie hast du denn das geschafft? Das weiß ich selbst noch nicht. Ich begreife es. Ja, der kommt doch. Ganz ruhig, der muss jeden Moment kommen. Wirklich. Aufwachen! Der Nikolaus ist da! Wacht auf, ihr lieben Leute! Das verstehe ich nicht. Na, vielleicht machst du auf mal. Ja, sofort. Ja, ich aber auch. Gib mir mal das Telefonbuch. Du siehst wirklich toll aus. Und der Bart sitzt auch noch nicht richtig. Bart? So. Ja, so. Also, bin ich hier richtig bei Hausers? Ja, lieber Nikolaus, hier bist du bei Hausers. Los, verschwinde. Ja, los, tschüss, mach's gut. Der Nikolaus kommt gleich. Ja, Volker, was sagst du denn? Hast du Angst? Weißt kommt du der nicht? Ja doch noch. Natürlich. Oh. Oh. So. Also bin ich jetzt bei Hausers. Ja. Guten Abend, Nikolaus. Guten Abend, alle zusammen. Guten Abend, lieber Nikolaus. Guten Abend, lieber Nikolaus. Lass die Route nicht an, Britta. Der alle hinter dem Nikolaus. Psst. Hier habe ich Kurt Großmann. Ja, hier, lieber Nikolaus, hier. Ich lese hier, du bist kriminell. Was? Kriminalistisch sehr begabt. Ach so. Und dafür hat dir der Nikolaus ein Buch über Spurenlesen mitgebracht. Dankeschön. Jedoch lese ich hier, dass du Albert verprügelt hast. Ich wollte, ich habe ihn aber nicht verprügelt. Aber du hattest den Vorsatz. Ja, das ist ein geplantes, aber nicht ausgeführtes Vergehen. Oder so. Bück dich. So, jetzt kannst du Spuren lesen, mein Junge. Der nächste bitte, Herr Bertram. Jawohl, Nikolaus. Oh, feier. Ja, lieber Nikolaus. Also, du gestattest deiner Tochter Britta mit einem Lackaffen. Oh. Sei du ruhig. Mit Albert in den Zirkus zu gehen? Ja, Albert ist mir ja viel lieber als dieser. Na, wie heißt er noch? Der Till Hauser. Schäm dich was. Dann kriege ich jetzt also nichts geschenkt. Verdient hast du es ja nicht. Na, viel kriegt er aber nicht, ne? Oh! Vielen Dank, lieber Nikolaus. Oh. Guck mal, Einkaufstag, Herr Bertram. Und nun Herr Studienrat Krause. Oh. Ja, lieber Nikolaus, ist anwesend. Was habe ich da gehört? Sie haben dem Schüler Till Hauser ein mangelhaftes Deutsch gegeben? Ja, lieber Nikolaus, es musste sein. Die Arbeit war so... Ja, schon gut. Also, auch eine Kleinigkeit für den Studienrat. Für mich? Lessing kennen Sie doch wohl, oder? Ja, doch, etwas schon, lieber Nikolaus. Herzlichen Dank, lieber Nikolaus. Und nun Frau Karin Hauser. Bitte? Tja, da gibt es eigentlich nur Gutes. Lieb, fleißig, naja, und so. Das Geschenk, finde ich, ist allerdings etwas klein ausgefallen. Na? Mein Lieblingsparfum. Nikolaus, woher hast du gewusst, dass es alle ist? Tja, Nikoläuse müssen eben sowas wissen, nein? Danke, kleiner Nikolaus. Danke, großer Nikolaus. Bitte. Sag mal,
Der muss mir Bart und Stiefel versteckt haben. Anders ist das gar nicht zu erklären. Na, sei doch froh. Hat er die ganze Arbeit. Und ich finde, er macht es sehr gut. Dein Sohn. Ja? Vielleicht auch noch besser als ich, was? Und nun, Herr Peter Hauser. Ah. Jetzt geht's los. Ja. Das ist interessant. Ja. Da steht nur Böses. Oh. Erstens, mäkelt am Essen. Ich mäkel überhaupt nicht, Herr Nikolaus. Doch, Nikolaus, er mäkelt. Er mäkelt nicht. Nikolaus, komm, du hast doch dafür Verständnis. Guck mal, meine sitzende Lebensweise, da kann man nicht alles vertragen. Da muss ich eben mal ein Kloß zurückschieben, nicht? Hehe, kaufen Sie sich doch ein Stehpult. Ich bitte mir Ruhe aus. Also, du mäkelst nicht nur am Essen, sondern du bist auch barsch zu deiner Frau. Und vor allem zu deinem Sohn. Oh, Herr Nikolaus, bitte, wir haben Gäste. Sag mal, da steht da alles drin. Du hast deinem Sohn den Zirkusbesuch verboten, weil er einmal eine Arbeit verhauen hat. Du hast ihm zusätzlich eine Strafarbeit aufgegeben. Die deutschen Mittelgebirge. Bitte, zähle sie auf. Na, warte, du kriegst mich nicht. Also, Harz, Schwarzwald, Elb, Sandsteingebirge, Rheinische Schieferebene, oder auch Gebirge genannt, nicht? Oder das sind ja wohl auch die meisten, wenn nicht alle, nein? Aha. Taunus, Rhön und Fichtelgebirge existieren für dich nicht, was? Was habe ich da eben gesagt? Nein. Aber da gibt's gar keine Ausrede. Nikolaus hat recht. So also ein halbes Gebirge kann man ja mal vergessen. Trotzdem ein Bildband für die deutschen Mittelgebirge. Ist es für mich? Jetzt muss ich das gleich lernen? Da fange ich aber erst morgen an. Hörst du mir dabei? Hörst du mich an? Außerdem eine Fußmatte fürs Auto. Eine Fußmatte? Na, wunderschön. Ach, Nikolaus, ist das schade, dass du meinen Sohn Till nicht kennenlernst. Wo ist er denn? Der hat sich versteckt. Der hat ja Angst vor dir. Wieso denn? Weiß schon warum. In meinem Buch stehen doch nur die allerbesten Dinge. So? Fleißig in der Schule. Ja, das kann ich bestätigen, Nikolaus. Das hast du gerade. Hilfsbereit seiner Mutter gegenüber. Ja, das stimmt, Nikolaus. Na ja. Und darum. Dafür kriegt er auch noch was. Gebt es ihm, wenn er wieder zurück ist. Das ist aber viel für ihn. So einen kleinen Mann, ne? Bitte schön. Das Schönste ist, dass er sein eigenes Geschenk nicht vorher aufgemacht hat. Das ist ja eben mein Sohn. Na ja, meiner auch zum Teil. Natürlich. Britta, Bertram. Oho, jetzt bist du dran. Ja, Nikolaus. So, Britta, kannst du dem Nikolaus auch ein Gedicht aufsagen? Ja, Nikolaus. Nein. Was muss man doch von bösen Buben hören oder lesen? Das ist kein Gedicht für den Nikolaus, ein anderes. Ja, wieder weg. Lieber Nikolaus, sieh doch nicht so böse aus. Ich will auch immer artig sein und den Nikolaus erfreuen. Ja. Den Nikolaus erfreuen, das höre ich gern. Und darum hat dir der Nikolaus auch etwas mitgebracht. Ein Armband mit Anhänger. Und das hier. Das ist ja Till. Danke, lieber Nikolaus. Mensch, hilf mir mal aus den Klamotten. Ach komm, jetzt. Ich kann nicht mehr. Die Küche. Los, geh. Also, du warst wirklich prima. Ganz toll. Zieh mir mal die Stiefel aus. Ja, sofort. Und jeder hat sein Fett gekriegt. Hör doch auf, Mann. Wenn ich daran denke, dass ich meinem Vater aus Rache den Nikolaus weggenommen habe, tut mir ganz übel. So. Naja, das war wohl nicht die richtige Rache, nicht? Ja, Vati? Du hast mir also Bart und Stiefel versteckt. Ja, Vati. Warum hast du das getan? Ich wollte mich rächen.
rächen. Wofür denn? Für die deutschen Mittelgebirge. Vor allem für Taunus, Rhön und Fichtelgebirge. Ich sag dir nur eins, Fatih, was ich in dem Kostüm mitgemacht habe. Und erst mit dem Bart. Das ist schon eine Strafe. Entschuldige, Fatih. Geistvolle Gespräche machen mich munter. Wie ein Mensch seinen Tomahawk und seinen Federschmuck vergraben kann, das ist mir unbegreiflich. Du bleibst draußen, Scharf. Ich werde mal mit meinem Vater reden. Aber beeil dich, wir müssen doch heute noch die Schlacht bei Little Big Horn schlagen. Aber ohne Federschmuck und ohne Tomahawk bist du sowieso im Eimer. Es ist. Haben euer Gnaden einen fruchtbaren Arbeitstag gehabt? Man dankt. Na, komm mal näher, Häuptling. Eben nicht. Mein Kopfschmuck und mein Tomahawk ist weg. Draußen steht Kurt, er ist unser Sheriff. Der ist ganz schön sauer darüber. Naja, aber Bart und Stiefel vom Nikolaus waren ja auch weg. Ja, schon, aber ich hab's doch schon wieder gut gemacht. Naja. Sag mal deinem Sheriff, er möge einen Moment Geduld haben, ja? Ja, Vati. Moment mal, Sheriff. Aber Fatih! Ich nicht Fatih. Ich sei ein Häuptling von Sitting Bull. Du, böses Nikolaus. Du sei ein gutes Fatih. Du werden unser Ehrenhäuptling. Ich nehme ihn an. Wieder Frieden? Wieder Frieden. Ha ha ha.